Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute mal wieder etwas, wo man das Gehirn nicht anstrengen muss. Wir gucken uns diese schöne Box an, schauen, welche Schätze uns darin erwarten. Und ich würde sagen, alles weitere nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute mal wieder eine weitere Folge Sammelkartencheck. Da Videos, in denen wir so ein bisschen durch die Collection gehen, immer recht beliebt sind und ich momentan tatsächlich recht wenig Elan habe, ein Video zu machen. Ich habe manchmal solche Phasen, ihr wisst das, wo ich mal ein, zwei oder teilweise sogar sechs Wochen überhaupt keinen Bock habe auf irgendwas. Denke ich, wir machen mal was Einfaches und naja, die Dinger hier sind recht einfach zu produzieren, man hat wenig Post-Production und dementsprechend haue ich mal wieder so ein Video raus. Ich denke auch, dass das jetzt besser ist. Ich habe zwar schon angefangen mit Yu-Gi-Oh! Upgrade und auch, wie bereits gesagt, der nächsten Folge oder der ersten richtigen Folge Yu-Gi-Oh! History, aber die Videos sollen natürlich gut werden und was oder wem würde es was bringen, wenn ich jetzt gerade demotiviert irgendwie irgendwas hinklatsche, damit es halt gemacht ist. Dementsprechend mache ich jetzt eben dieses Video, weil darauf habe ich auch gerade halbwegs Bock, würde ich mal sagen. Und ich sehe gerade, ich muss mal wieder die Fingernägel schneiden. Ja, das machen wir wohl gleich nach dem Video. Naja, genug geschnackt. Ich würde sagen, wir schauen, was da drin ist. Ja, die erste Karte ist Kraft der Magie. Ich bete, dass wir nicht schon wieder eine Oldschool-Box erwischt haben, ja. Ich habe mal ganz kurz, bevor ich das Video gemacht habe, einfach mal in die Mitte reingegriffen, eine Karte rausgezogen. Das war eine moderne Karte. Deshalb hoffe ich, dass wir nicht allzu viel Oldschool drin haben, denn ich wollte wirklich mal wieder ein bisschen was Moderneres bringen. Trotzdem Kraft der Magie, eine sehr, sehr schöne alte Karte aus Labyrinth of Nightmares. Weiter geht's mit, oh, ja, das ist natürlich was Cooles, nämlich aus World Superstars, legendäre Magier des Dunklen, da gab's ja auch noch den legendären Drachen des Weißen. Sehr schöne Karte tatsächlich und der einzige Grund, World Superstars überhaupt zu kaufen, beziehungsweise, ja, das war halt einfach damals überhaupt der Grund, dieses Set zu kaufen. Es gab ein paar coole Karten, die da rausgekommen sind, ein paar schöne Oldschool-Karten, die zum Beispiel Kaiba gespielt hat, aber grundsätzlich war sehr viel Sechsel-Support drin. Und ja, Gimmick-Marionetten-Support und so weiter und so fort. Die Print-Quali des Sets war schlecht, es ist auch sehr schwierig, die tatsächlich in einen guten Zustand zu bekommen. Und ja, dementsprechend, es war halt nichts Besonderes. Das einzig Besondere an dem Set war halt dieses Prismatic Secret Rare, das sie damals wieder für dieses eigene Set eingeführt haben. War eine nette Idee, wenn sie jetzt das Set auch noch krass gemacht hätten, also richtig krass, dann wäre das wahrscheinlich immer noch ein absoluter Kassenschlager. Ich glaube auch, dass das OVP-Set mittlerweile recht teuer ist, aber halt auch nur OVP. Die Karten im Einzelnen gehen in der Regel nichts, außer die hier und eben der legendäre Drache des Weißen. Ich glaube, letzterer geht irgendwie 60, 70 Euro, glaube ich, zumindest Stand vor 1,5 Monaten. Was der geht, kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen. Sehr schöne Karte auf jeden Fall. Finde ich wirklich, wirklich cool. Vor allem, dass hier Replikat steht und so. Und auch diese Karte kann ich dann im Duell verwendet werden. Das ist immer so was Besonderes für mich, weil sowas gibt es halt einfach nicht besonders häufig. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Coole Karte. Wir machen weiter mit Leuchtfeuerkoloss, genau. Leuchtfeuerkoloss aus Cosmo Blazer. Der preisliche Unterschied zum Beispiel zwischen den deutschen Exemplaren und den englischen, das sind ja Welten, liegen da ja auseinander. Ne? Ich glaube, der deutsche, der ist richtig, richtig, richtig teuer. Ich glaube, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, irgendwie 40, 50 Euro und die englische Variante kostet halt, keine Ahnung, 10er oder 5 Euro oder irgendwie so. Keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären, woran. Das liegt vielleicht einfach am relativ niedrigen Angebot der deutschen Exemplare. Da gibt es auch einen Missprint. Ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt der Missprint ist oder nicht. Denn bei einigen Karten geht der Secret Rare Effekt tatsächlich über die komplette Karte und bei manchen ist eben das, was hier jetzt zum Beispiel noch coming ist. Ihr seht hier diese ja, nicht glitzernden Punkte. Die sind dort, eben nicht glitzernd, ne? Wie hier halt eben, ihr seht's ja. Genau. Ich hoffe, das, was ich gerade gesagt habe, hat Sinn ergeben, denn irgendwie habe ich das Gefühl, gerade den Faden verloren zu haben. Genau, auf jeden Fall auch eine sehr coole Karte. Ah! Ja, cool, da haben wir noch einen. Da kann man es sogar vergleichen, schaut mal. Seht ihr das? Fällt euch was auf? Seht ihr das? Hier geht's über die ganze Karte und hier haben wir ein paar Teile, die halt nicht Secret Rare sind. Also eins von beiden ist ein Missprint. Ich kann euch aber ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen, welcher genau dieser Missprint ist. Aber ich glaube, es ist auch nicht besonders wertsteigernd, diesen Missprint zu haben. Denn ich glaube, der war tatsächlich relativ häufig. Man korrigiere mich in den Kommentaren, falls ich da falsch liegen sollte. Sehr cool. Dann halt zweimal Leuchtfeuerkoloss. Kann man... Wie viele habe ich denn da bitte noch drin? Ah, nee. Okay, die nächste Karte ist dann doch wieder eine andere. Naja, ein dritter Leuchtfeuerkoloss. So, mal schauen. Halten wir es mal kurz rein. Vielleicht fürs Thumbnail, I don't know.
Okay, so, dann, oh, sehr cool, ein absoluter Klassiker, nämlich der wahre König Agni Masud, der Verschwindende. Ein Thema, das mir im Allgemeinen sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen, und eine Ultra-Rare, die tatsächlich recht teuer war zu Anfang. Es gab ja den Weisen mit den blauen Augen, auch aus der Dark Illusion, das war mit über 30 Euro, glaube ich, die teuerste Ultra-Rare aus dem Set, und anschließend folgte direkt Agni Masud mit einem Wert von 12 Euro. Mittlerweile sind diese, zumindest diese Karte hier, ist mittlerweile ein Cent-Artikel. Ich glaube, der Weise mit den blauen Augen ist immer noch sehr teuer. Und es ist schon erstaunlich für eine Ultra-Rare. Auch 12 Euro ist ein erstaunlicher Preis für eine Ultra-Rare. Es ist eine modernen Hauptset, denn normalerweise sind Ultra-Rares Cent-Artikel und wenn, dann gehen sie vielleicht mal ein, 2 Euro. Es gibt natürlich immer mal wieder ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel unsere Orkust-Karte. Na, ihr wisst schon, die Xyz aus Dark Neostorm, die dann auch ein Ultimate-Rare-Print bekommen hat in hier im OTS Tournament Pack. Und ja, sie gehört eben auch dazu. Sie hat ihre Zeit, die ist momentan allerdings etwas vorbei, würde ich mal sagen. Allerdings bietet die Karte halt einfach Potenzial, früher oder später mal so ein kleiner Fan-Favorite zu werden und dann eben für Sammlungen auch recht relevant zu sein. Sehr cool. The Dark Illusion war übrigens ein Set, war übrigens ein Set, das über eine gute Print-Quali verfügt hat. Und es gab in The Dark Illusion einen... Jetzt verwechsel ich gerade The Dark Illusion mit Shining Victories. Sorry. Der Weise mit den blauen Augen kam in Shining Victories raus. Kommando zurück. Jedenfalls, The Dark Illusion war tatsächlich ein Set, das eine extrem gute Print-Quali hatte, genauso wie Shining Victories auch eine sehr gute Print-Quali hatte. Wirklich ganz großes Kino und Agni Masud ist einfach eine wunderschöne Karte, muss man ganz ehrlich sagen. So, dann, ich schaue gleich, ja, wir haben noch einen zweiten. So, dann haben wir Cyberdrache, nächster, eine der Chase-Karten aus Dual Power tatsächlich. Hatte die noch einen Reprint? Ich glaube, die hatte noch mal einen Reprint bekommen, ne? Kann das sein? Oder täusche ich mich da jetzt? Wisst ihr, weil ich so viel OCG-Zeug auch aufmache, kann ich es dann irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Also OCG hatte sie auf jeden Fall einige Reprints noch. Den gab es da, glaube ich, nochmal in Super Rare oder so. Und in Collectors Rare. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Für mich verströmt die kein wirkliches Cyberdrachen-Feeling, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem eine schöne Maschinenkarte, ein schönes Maschinenmonster. Sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Habe ich, glaube ich, auch in meinem Opening damals einen oder waren es sogar zwei gezogen. Damals auch so, ich glaube, 12 Euro wert in etwa könnte hinkommen. Dann, oh, davon haben wir doch bestimmt mehr drin, oder? Ich habe da nämlich gerade so eine Vorahnung. Ja. Ja. Hier. Da haben wir ein paar, weil davon habe ich wirklich um die 80 Exemplare oder so. Masterpiece oder Meisterpiece, der wahre Drachobezwinger. Auch eine Karte aus The Dark Illusion, allerdings ein Cent-Artikel, habe ich mal sehr, sehr viele für 20 oder 30 Cent das Stück bei Rising Time gekauft. Die meisten waren auch tatsächlich in hervorragendem Zustand. Ich glaube, ich musste nur 4 oder 5 Stück aussortieren. Naja, die kannst du eigentlich verschenken, weil... ja, das ist einfach, also das Ding ist halt nichts wert. Aber es ist halt einfach unglaublich was fürs Auge. Es ist eine wunderschöne Karte. Ich mag dieses ganze Varra Dracho-Bezwinger und Varra König und wie sie alle heißen. Das gehört ja irgendwie alles zusammen und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen die Karten aus Maximum Crisis finde ich sehr schön, wobei Maximum Crisis eine grottige Print-Quali hatte. Die hatten echt ein Silvering-Problem. Da war das hier mit The Dark Illusion noch wesentlich besser. Also wirklich, wirklich schön. Ein ganz, ganz tolles Artwork. Wobei ich sagen muss, dass die Karte innerhalb ihres eigenen Themas, artwork-technisch ein bisschen schwach war. So, dann machen wir weiter mit... Fallgrube des Totengräbers. Ja, das ist eine Karte, die ist wieder so an die ganzen Oldschool-Fans gerichtet, zumindest visuell. Wir haben einen halbwegs kurzen Effekttext tatsächlich und natürlich das Artwork ist komplett auf Oldschool aufgemacht. Die ganze Art, wie das designt ist, auch wie das Monster hier designt ist, so mit diesen ganzen weichen Übergängen, das gibt es heute kaum noch. Heute ist immer alles so mit harten Übergängen, mit harten Schattierungen und so weiter. Das war halt früher nicht so. Yu-Gi-Oh! Hatte, was sein Zeichenstil anging, am Anfang so einen ganz, ganz eigenen Flair. Es hatte auch kaum Bounce Light sozusagen. Und dementsprechend, also hier haben wir jetzt schon Bounce Light, aber ihr wisst schon, was ich meine, so LOB und so, da gab es das halt kaum. Oder auch in den alten Volume Pack. In den Volume Packs, also die alten Volume Pack Karten, ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist halt wirklich cool, auch mit diesen ganzen kleinen Details. Die Hand hier kennen wir tatsächlich, hier hinten den Dude kennen wir. Also das ist wirklich eine Karte für Genießer, sage ich mal, die so ein Artwork auch gerne mal optisch analysieren, wie ich zum Beispiel. Sehr, sehr cool, hat mich wirklich gefreut, dass die Karte dann bei uns rauskam. Und im OCG ist das tatsächlich nur eine Rare gewesen. Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier in Verbindung der Gerechtigkeit Zyklonenerzeuger. Auch eine sehr, sehr schöne Karte, tatsächlich das Duelist Revolution First Edition.
Ja, die Verbündeten der Gerechtigkeit sind bekannt vor allen Dingen für Katastor. Ist einer der bekanntesten Karten überhaupt. Ist eigentlich so ein Hidden Arsenal-Thema gewesen, aber es gab auch außerhalb von Hidden Arsenal in den Hauptsets dann eben Support dafür, so wie die Karte eben. Geht jetzt, glaube ich, nicht viel. 2-3 Euro und First und nehmen wirklich ein schönes Exemplar. Dann haben wir einen Majestätsunterwäldler. So der Bruder vom Einbildungsunterwäldler. Einbildungsunterwäldler kam ein bisschen früher raus in Cyberdark Impact als Rare und Ultimate Rare. Hatte später auch nochmal einen Ultimate Rare Reprint im OTS Tournament Pack. Und hier haben wir jetzt noch den Einbildungsunterwäldler. Der hatte, glaube ich, nochmal einen Super Rare Reprint in irgendeiner Tinbox als Promo. Dann haben wir ihn eben hier nochmal als Secret Rare. Sehr, sehr schöne Karte. Wirklich ganz großes Kino. Wobei ich sagen muss, dass mir das Original natürlich noch ein Ticken besser gefällt. Aber auch die Farben und so, das sieht halt wirklich, wirklich, wirklich schön aus. Ich glaube, in Duel Devastator ist die Karte dann nochmal als Ultra Rare rausgekommen oder so. Also wirklich coole Sache. Da kann man sich nicht beschweren. Sehr, sehr cool. Genau. Unlimited an der Stelle. Dann, aus dem Megapack 2020, IP Mascarena. Ja, da haben wir ja auch einen schönen Pull in der Prismatic Art Collection gehabt. Ne? Da haben wir das alternative Artwork gezogen. Leider nicht in Prismatic Secret, also eigentlich schon in Prismatic Secret, weil, naja, das hier ist ja Prismatic Secret und genau in dieser Rarität haben wir die da gezogen. Aber im OCG ist unser Starlight Rare Prismatic Secret. Also das ist mit dem Namen so ein bisschen verdreht irgendwie und deswegen leicht verwirrend. Aber ich hätte die gerne als Starlight gezogen. War wohl leider nicht so. Ich habe den Cyberdrachen Endlichkeit im alternativen Artwork gezogen. Könnt ihr mal das Video anschauen. Wirklich gut geworden. Direkt über 1000 Klicks gehabt. Also die Openings, die werden wirklich geguckt wie nix, ne? Also brutal. Ist tatsächlich auch zensiert. Das Original hat hier diesen an der Leiste diesen Strich nach unten, ne? Der so den Weg zur Dose zeigt sozusagen. bitte hier einwerfen, ne? Und das wurde hier halt so ein bisschen... Naja, kaschiert, also das ist halt nicht, also hier nicht so stark angedeutet. Trotzdem coole Karte, natürlich ziemlich ikonisch. Ich glaube aus Chaos Impact kam die, oder? Ursprünglich? Weiß ich gerade gar nicht. Aber müsste Chaos Impact gewesen sein. Ja, dann haben wir hier einen Dark Armed the Dragon of Anelion. Ich glaube, das war mit einer der letzten Jump-Karten überhaupt. Ihr wisst ja, Jump wurde eingestellt, leider. Ich fand diese Jump-Karten eigentlich immer was ganz Besonderes und was ganz Tolles. Auch von ihrer Print-Quali waren die immer super. Ne? Ist halt ein Army-Print, aber trotzdem, also irgendwie dafür, dass es ein Army-Print ist, kann man sich nicht beschweren. Ne? Also ihr wisst, ich mag keinen Army. Army wirkt auf mich immer so ein bisschen billig. Aber das kann man sich durchaus geben. Ist übrigens auch gar nicht teuer, 4-5 Euro oder was das Ding geht. Dann, was haben wir hier? Auch ein Ami-Print. Hier bin ich schon wieder nicht so begeistert. Aus Primal Origin. Bojingi Sinju. Ja. Was soll ich sagen? Es ist halt ein Ami-Print. Also warum mögen so viele Leute Ami? Erstens, weil sie es nicht gewohnt sind. Ne? In Amerika drüben feiern sie zum Beispiel Euro-Prints, weil da sind sie halt das hier gewohnt. Und naja, das Foiling ist halt einfach anders. Das Foiling wirkt so ein bisschen matter, es wirkt ein bisschen edler vielleicht als unser normales Foiling, aber der Rest der Karte ist einfach richtig billig. Also wenn man sich mal an sich so den Print anschaut, das ist alles sehr hell, es wirkt alles sehr wässrig und sehr schwammig und auch die Schrift wirkt manchmal so ein bisschen billig und verschwommen und vor allen Dingen die Ränder gehen manchmal so ein bisschen ins Lilane. Also ganz, ganz eigenartig, vor allen Dingen Ghosts und Ultimate Rares aus den USA sind wirklich ganz, ganz schrecklich, muss ich sagen. Dementsprechend, ja, aber sie müssen halt trotzdem in die Sammlung für die Ausstellung, das wisst ihr ja. Und hier ist irgendwie der Deckel nicht ganz zu. Warum ist hier der Deckel nicht ganz zu? Egal. Okay, dann haben wir hier, nächsten Rüstung, Abyss Lead. Ja, eine sehr coole Karte tatsächlich, leider Gottes, hier kaum ohne Silvering zu kriegen wieder. Das sind wieder so Karten, die, was das angeht, so ein richtiges Problem haben. Und ich sehe auch, dass diese Karte hier Silvering hat. Das heißt, die wird tatsächlich nach diesem Video erstmal ausgetauscht. Das sind halt immer mal wieder so Fälle, die vorkommen, dass ich mal was übersehe. Ne? Ich meine, ich habe am Tag hunderte von Karten in der Hand, da kann das mal vorkommen. First Edition sind aber ziemlich teuer, diese Dinger. Die gehen immer so 20, 30 Euro, manche sind noch teurer, je nachdem. Ich finde die Karten auch sehr cool, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ich wünschte wirklich, dass die Qualität damals besser gewesen wäre, ne? Weil Cosmo Blazer war wirklich schrecklich, was die Print-Quali anging. Aber das ist wirklich eine coole Karte, also kann man sich nicht beschweren. Sehr schön, aber die lege ich mal lieber weg, weil es mir schon wieder im Herz wehtut, dass die so ein Silvering an der Seite hat. So, dann hier auch cool, Karten des Roten Steins. Aus Core, First Edition, rotäugig Support von damals. Ist, glaube ich, gar nicht mehr so billig, geht auch 4, 5 oder 6 Euro. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Und ein absolut würdiger Vertreter des Red-Eyes-Themas. Also ich muss sagen, die Zauberkarte sieht einfach geil aus. Ne? So als Secret oder Ultimate Rare wäre die auch mega nice gewesen, glaube ich.
wirklich ganz, ganz großes Kino. Dann, was haben wir noch? Ah, Secret Rare, Himmlischer, Drachenritter, Felgrand aus Shadow Specters, First Edition. Auch eine unglaublich coole Karte. Na, also, sehr, sehr schön das Teil. Ah, draußen fahren die Autos vorbei. Ich liebe es, das ist immer so toll für meine Videoquali. So richtig professionell. auf jeden Fall sehr cool. Und ich muss sagen, ich finde sie als Secret Rare fast noch schöner als Ghost Rare oder als Ultimate Rare. Ich finde Secret Rare ist so die Rarität, die diese Karte halt richtig, richtig gut in Szene setzt. Ultimate Rare ist auch schöner als Ghost Rare. Also Ghost Rare ist tatsächlich die schlechteste Rarität für die Karte so. Aber ich muss sagen, Secret Rare ist halt wirklich das Beste überhaupt. Na, also mega cool. Absolut klasse. Nehme ich auch immer wieder welche. Dann, oh ja genau, auch ein alter Klassiker aus Duelist Revolution, auch First Edition, Psi-Albtraum. Geht glaube ich auch so, keine Ahnung, 2-3 Euro vielleicht, wenn überhaupt, also die ist kaum was wert. So dieses einer dieser alten Karten, die halt vergessen sind in Anführungszeichen. Und diese 5Ds-Zeit, die mag ich deshalb so gerne, weil diese Karten häufig so einen Grünstich gehabt haben. Also die haben halt irgendwie von der Farbe her gerne grün als Background oder so genommen. Und auch hier ist das der Fall. Und das dann in Kombination mit diesem Synchro-Layout, das hat halt meistens einfach sehr, sehr gut gepasst. Natürlich auch dieses ganze Psi-Thema und so weiter. Also es war wirklich ganz schön. Und die Karte in der Sammlung zu haben, ist auch wirklich immer ganz große Klasse. Ist auch etwas, das ich immer jedem empfehle, der so nicht viel Geld hat und seine Sammlung trotzdem mal mit ein paar schönen Stücken aufhübschen will, da ist sowas zum Beispiel perfekt, weil selbst in einem perfekten Zustand ist die Karte halt kaum was wert. Also die kann sich jeder leisten, ne? Vom Schüler bis zum Studenten bis zum normalen Arbeitnehmer, und dementsprechend empfehle ich immer solche Karten tatsächlich, und die lohnt sich dann halt auch trotzdem in so eine Hartplastikhülle zu packen. Ein Magnethalter übrigens, weil ich immer wieder gefragt werde, die Dinger heißen Magnethalter, Größe 35 PT, bekommt ihr bei Dogs Magic. Gut, dann haben wir aus Out of Chaos Unlimited den tollkühnen Draufgänger, eine der Secrets, die man wohl noch am ehesten aus dem Set kennt, die wurde da so ein bisschen gespammt. Out of Chaos war leider auch so ein Set, das jetzt nicht durch eine besonders gute Printquali geglänzt hat, also speziell die Ghost Rare war sehr schlecht, also die hat man teilweise schon mit richtig heftigem Silvering aus dem Pack gezogen, dementsprechend, ich erwähne es immer wieder gerne, dass die alte Printquali besser war, ist zum Teil ein Märchen. Die wirklich ganz alten Sachen, die waren wirklich gut. Aber das ging schon los bei Soul of the Duelist und Rise of Destiny, dass die Printquali schlechter wurde und man auch am Material, am Grundmaterial, an der Pappe gespart hat. Und was die ja heutzutage gar nicht mehr machen. Also wirklich sehr, sehr cool. Tatsächlich toll, Kühner draufging. Auch ein sehr schönes Artwork. Dann fällt mir hier gleich der Stapel um, deswegen mache ich einen neuen. Und wir haben, oh, sehr cool. Wir haben hier einen meiner Lieblings-Sagenhaft-Monster. Sagenhaft ist ein Thema, das mir sehr, sehr gut gefällt. Es gibt so ein paar Karten, die finde ich weird, aber es gibt auch sehr viele schöne Karten. Und der sagenhafte Leviathan ist einer von ihnen, denn man gebe sich mal dieses Artwork. Also zum einen, diese Karte geht halt fast gar nichts, aber schaut euch das mal an. Gebt euch diesen Shit, Leute. Dieses Artwork einfach. Dieser Totenkopfthron. Und dann der Typ mit dieser roten Haut und diesen goldenen Elementen, es passt einfach, es passt alles, diese ganze Farbe, diese ganze Idee, es ist so schön. Und speziell einige der Themen aus den Hidden Arsenal Sachen sind auch Dinge, die man sich immer leisten kann. Das sind Sendartikel, man bekommt sie tatsächlich recht schwierig in so guten Zuständen, wie zum Beispiel den Leviathan her, haben auch häufig Silvering, die Printquali war richtig kacke damals in den Sets, aber wenn einen so ein bisschen Mini-Silvering oder so nicht stört, dann kann man auch relativ leicht an solche Karten kommen, in einer recht guten Qualität, in Anführungszeichen. Also für mich natürlich nicht mehr zu gebrauchen, aber für die meisten anderen halt schon. Und dementsprechend also wirklich ganz, ganz großes Kino. Mega, 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 mega toll. Also da vielleicht lasse ich die gleich mal draußen und mache dann ein schönes Foto für mein Instagram. Genau, die lege ich mir mal hier hin. Instagram übrigens, ne, könnt ihr ja hier sehen. Einmal folgen, wenn ihr wollt. Wir haben jetzt die 800 Abos geknackt. Richtig cool. Da ist aber noch Luft nach oben. Findet ihr wirklich viele schöne Posts. Auch ja, zu Dingen, die ich jetzt nicht so häufig auf meinem Kanal zeige. Hier haben wir jetzt aus Invasion Vengeance Unlimited den wahren König Baratos. Der Fadenzählende. Ja, das muss ich jetzt irgendwie lesen. Das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Ja, der ist eigentlich auch nicht viel wert. Den gibt es, glaube ich, aus dem Megapack 2017 war das oder so. Aber auch eine sehr schöne Karte. Wie gesagt, dieses Thema ist im Allgemeinen sehr, sehr schön. Und der ist auch nicht so ganz overdesigned wie der Masterpiece. Da kennt man noch das meiste, sage ich mal. Da kann man Monster und Hintergrund noch so ein bisschen unterscheiden. Aber sehr cool tatsächlich. Gruseliges Vieh. Na, wenn du dem beim Schwimmen begegnest, da brauchst du nichts mehr. Na, eine sehr coole Karte. Und
wenn ich das jetzt zum Beispiel benoten müsste, das Artwork, dann wäre das definitiv, also sagen wir mal von 1 bis 5, da wäre das eine 3,5 bis 4 definitiv. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Artwork. Dann haben wir sind eigentlich schon fast wieder am Ende. Dann haben wir hier aus The Shining Darkness, First Edition, Verbündete der Gerechtigkeit, Lichtstarrer. Ja, wie bereits gesagt, auch außerhalb der Hidden Arsenal-Reihe gab es immer mal wieder Support für diese Karten. The Shining Darkness hatte eigentlich eine recht gute Printqualität tatsächlich. Ganz im Gegensatz zu Extreme Victory. Extreme Victory war auch so ein Set, wo sehr Silvering anfällig war. Wir haben jetzt hier eine Psy-Shock-Welle, tatsächlich in einem guten Zustand. First Edition, eine der schönsten Trap-Cards aus dem ganzen Set tatsächlich. Auch hier seht ihr wieder schön grün alles. Ist ja auch eine Psy-Karte, die haben ja sowieso sehr viel mit grün gearbeitet bei dem Thema. Wirklich schön, also das ist so eine Karte, die bleibt im Kopf, ne? Geht in Zoo, bleibt im Kopf, Smith & Wesson. Ne, aber sehr cool, da habe ich, glaube ich, habe ich da? Ne, da habe ich nicht zwei in der Box, aber ich habe davon einige auf jeden Fall. Sehr viele Unlimited, sehr viele Firsts, ist jetzt auch nicht besonders viel wert, die Karte, aber sieht halt auch unglaublich schön aus und kann man sich auch mal schön in den Ordner pflanzen, wenn man möchte. Dann haben wir, oh ja, wieder was Cooles aus Maximum Crisis tatsächlich. Und zwar Dreyard, der wahre Draco Kavallerie General. Ha, diesen Namen, ne? Das ist jetzt zum Beispiel so eine Karte, das finde ich seltsam. Also egal, welche Karte aus Maximum Crisis ihr euch anschaut, ob es jetzt Zünderhitze oder sonst was ist, die haben meistens so ganz leichtes Mini-Silvering. So mini-mini-mini-mini-mini-minimal. Was ich wirklich zum Kotzen finde, weil mich triggert das einfach, wenn ich das angucke. Aber der hier hat das nie. Nie! Ich habe noch nicht eine einzige dieser Karten gesehen, die irgendwie Silvering gehabt hat. Du musst aus demselben Set kommen, das ist derselbe Print. Das muss Zufall sein, aber es ist halt wirklich ein krasser Zufall. Ja, der gefällt mir auf jeden Fall von den ganzen wahren Draco-Fritzen, die wir jetzt hier in der Box gesehen haben, am besten. Ich finde das Artwork richtig, richtig schön. Sieht richtig edel aus, der Typ. Ich weiß gar nicht, wie groß das Monster eigentlich sein soll. Da wäre es cool gewesen, vielleicht hier so ein Mann oder so, wenn der groß ist, ein Verhältnis zu haben, aber der scheint mir schon recht riesig zu sein. Ich glaube nicht, dass der normale menschliche Größe hat. Aber sehr cool auf jeden Fall, eine sehr schöne Karte. Müsste eigentlich auch recht günstig sein, den Preis habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber ich denke mal, das ist auch so eine Karte, die sich tatsächlich jeder leisten kann, denke ich mal, sollen, könnte vielleicht. Okay, dann haben wir noch einen Firebolt-Drache Dunkle Flüssigkeit. War auch eine sehr coole Karte aus Chaos Impact. Ich glaube auch das Covermonster, allerdings halt nicht besonders viel wert. Im OCG, glaube ich, auch als Ultimate und Ghost Rare rausgekommen. Dann sehr cool, Unlimited aus Generations Force, Tiras, Hüter der Schöpfung. Generations Force war so ein Set, da waren halt so Sachen wie die Secrets und Altis und so, die waren gut geprintet, aber so die Super Rares, hatte ich das Gefühl, die waren da sehr anfällig für Silvering. Ich weiß nicht, woher diese Unterschiede kommen, vielleicht ist das auch nur meine persönliche Erfahrung und alles halt einfach zufallsgeneriert und der Print war im Prinzip immer der gleiche, nur mir kommt es halt einfach so vor, weil ich habe doch einfach recht viele Karten am Tag in der Hand und mir kommt es wirklich so vor, als wären speziell so diese ganzen Super Rares und Ultra Rares aus dem Set hier sehr schlecht von der Printfalle gewesen. Alles, was darüber lag, war wirklich gut. Wie zum Beispiel hier auch Tiras, also sehr, sehr cool, ein sehr edles Artwork auch. Also in Korea oder auch in Japan gibt es den auch ein Ultimate Rare, auch sehr schön, ne, ein Ulti. Den hatte ich mal in so einer kleinen Collection, die mir Rising Time geht. Oh nein! Das muss ich rausschneiden. Da ist eine World Championship-Karte drin. Die steht eigentlich auf der Blacklist. Aber gut, es ist nur ein Zeng-Engine, ne? Ja, egal, komm. Habt ihr halt Glück gehabt, na gut. Ich glaube, das nächste Mal schauen wir die Box lieber durch, bevor ich es euch zeige. Also gut, habt ihr Glück gehabt hier. Zeng-Engine, World Championship-Preiskarte. Oder Teilnehmerkarte, wie auch immer. World Championship-Promo. Ging mal 30 Euro, dann gingen sie 50 Euro und jetzt 500? Irgendwie so? Keine Ahnung, woher der Preis auf einmal kommt. Günstige Alternative, Premium Pack, 2 Cent. Gibt's auch dort in Super Rare. Finde ja den Text immer so lustig, dass er halt hier irgendwie die Millenniums-Gegenstände trägt, aber man sieht hier keine Millenniums-Items, ne? Also, trotzdem cool. Sein Gesichtsausdruck erinnert mich irgendwie immer an meinen Kollegen Ludi. Wenn es dann heißt Ludi, Überstunden, dann ja, haben wir den Boy am Start. So, dann haben wir hier, oh, sehr cool, Ultra Rare noch aus einem der Volume Packs, tatsächlich ohne Auge von Anubis, ohne Set-ID, den Barrel Dragon im unzensierten, oder beziehungsweise doch im unzensierten Artwork mit den richtigen Läufen sozusagen und dem anderen Background. Ich persönlich muss sagen, finde unsere Version tatsächlich schöner, aber das hier ist natürlich was ganz Besonderes und auch in dem Zustand kaum zu finden, also wirklich kaum. Sehr coole Geschichte. Ne? Also, unglaublich schön, aktueller Wert ist mir leider Gottes nicht bekannt. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Karte und das ist Muka. Muka heißt die Karte, glaube ich. Auch aus dem Volume Pack, super rare, auch in einem hervorragenden Zustand tatsächlich.
und die Karten sind tatsächlich kaum noch in einem guten Zustand zu finden. Die sind meistens entweder, also mindestens minimal bis ganz, ganz stark beschädigt. Und da bin ich immer froh, wenn ich in der Sammlung oder in einem Einzelkauf Exemplare bekomme, die wirklich noch einen Top-Zustand haben. Ja, meine Freunde, das soll es auch wieder gewesen sein mit der heutigen Folge. Den lasse ich noch kurz draußen. Da mache ich noch schnell ein Fotochen für meinen Instagram-Account. Und genau, wäre cool, wenn ihr mal auf Insta vorbeischaut. Wir haben übrigens auch einen Discord-Channel, Leute. Guckt mal in die Videobeschreibung. Dort ist der Link zum Discord-Channel. Wenn ihr gespoilert werden wollt, also was heißt gespoilert, ein paar Infos früher haben wollt, wenn ihr Fragen an mich habt, Videoideen habt, einfach ein bisschen texten oder quatschen wollt, dann findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu unserem Discord-Server. Wir sind aktuell über 60 Leute. Ist eine wirklich schöne, nette Truppe. Und wir würden uns alle, denke ich mal, noch über ein bisschen Zuwachs freuen. Wir haben über 3000 Abos, wir haben über 600, 700, teilweise über 1000 Klicks pro Video. Ihr habt es alle gesehen. Wäre cool, wenn ihr euch, keine Ahnung, Discord holt, wenn ihr Discord habt, einfach auf den in diesen Channel kommt und uns dort ein bisschen Gesellschaft leistet. Ihr könnt dort auch verkaufen, traden, einkaufen, wie ihr möchtet. Und ja, wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.